Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, wir befinden uns in der Vorlesungsreihe zur Chemie, sind dort beim vierten Video, also noch ziemlich nah am Anfang, und hatten uns im vorigen Video mit dem Einstieg zur Stöchiometrie befasst. Und wie ihr an der Nummerierung sehen könnt, Stöchiometrie 2, genau damit geht es jetzt auch weiter, wie ich es versprochen hatte. Und wir werden jetzt in dieser Vorlesung quasi den Rest der Grundlagen zur Stöchiometrie abschließen. Danach solltet ihr in der Lage sein, grundlegende stöchiometrische Berechnung durchzuführen. Mal schauen, ob es klappt. Wie gehen wir dabei vor? Wir müssen uns natürlich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, was überhaupt chemische Reaktionen sind, denn dafür brauchen wir mehr oder weniger die Stöchiometrie. Und unseren zweiten Punkt, da kümmern wir uns um die Gesetze und natürlich nicht über juristische Gesetze, dafür gibt es ja ein paar andere Vorlesungen. Nein, hier die passenden Naturgesetze zur Stöchiometrie. Das wäre bei der erste Punkt, der Massenerhaltungssatz. Okay, das ist ein physikalisches Grundgesetz, das ist aber die Basis dafür, das ist quasi der Grundgedanke, auf den die Stöchiometrie fußt. Außerdem hat sich dann mehr oder weniger auch das zweite Gesetz abgeleitet, das Gesetz der konstanten Proportionen. Und das dritte, das Gesetz der multiplen Proportionen, wie man sich, denke ich, jetzt anhand der Namen vorstellen kann, basiert wiederum auf dem zweiten Gesetz. Wenn wir diese drei Gesetze beherrschen und relativ konsequent anwenden, können wir die meisten Sachen quasi ohne weiteres Lernen abschließen, was zumindest das Thema Stöchiometrie angeht. Fangen wir also, wie versprochen, mit den chemischen Reaktionen an. Und ja, als kleine Definition, alle Stoff-, Energie- und Bindungsumwandlungen, das sind Reaktionen. Dargestellt werden diese in Form einer sogenannten Reaktionsgleichung, die immer die Form hat, Edukt plus noch ein Edukt plus und so weiter, reagiert zu Produkt 1 und 2 und 3. Natürlich geht das bis ins Unendliche denkbar fort, kann aber auch sein, dass quasi nur ein Stoff beteiligt ist, beziehungsweise ein Edukt und ein Produkt. Alle Stoffe, die wir einsetzen, befinden sich vor dem Reaktionsfall in der Mitte und werden halt Edukte genannt. Das ist einfach der Fachbegriff für Ausgangsstoffe. Auf der rechten Seite des Pfeils finden wir alle Endprodukte oder Endstoffe, diese werden Produkte genannt. Und wie wir gerade gelesen haben, es gibt ja quasi drei Arten der chemischen Reaktion. Und der erste und auch typischste ist die Stoffumwandlung. Logische Schlussfolgerung, wenn der Stoff sich umwandelt, muss mindestens ein Edukt anders sein als ein Produkt. Also es darf nicht auf beiden Seiten des Reaktionsfalls dasselbe stehen. Dann ist es definitiv nicht in diese Kategorie gehörig. Hier als Beispiel habe ich was sehr Grundlegendes genommen. Salzsäure oder der chemisch korrekte Name Chlorwasserstoffsäure wird mit Natronlauge oder besser gesagt Natronhydroxid, wenn es dann halt flüssig ist, neutralisiert. Und da haben wir schon erst den Begriff Neutralisation, heißt immer eine Säure und eine Lauge. Die reagieren, wie in dem Fall hier, zu Natriumchlorid und Wasser oder als allgemeine Formel zu einem Salz und Wasser. Als Beispiel für eine chemische Reaktion, bei der es um Energieumwandlung geht, das heißt also, wo Energie frei wird oder verbraucht wird, habe ich genommen, dass Methan mit einem Überschuss an Sauerstoff vollständig zu Kohlendioxid und Wasser verbrennt. Dabei entstehen 802,4 Kilojoule Energie pro Mol. Delta H0 sind dann minus 802,4 Kilojoule pro Mol. Das Delta H0 heißt einfach nur die frei gewordene Energie in dem Fall. Ist auch nicht so abwegig, dass diese Methanverbrennung wird in Methangasanlagen durchgeführt. Hier nochmal als Formel, CH4, das Methan, plus zwei Sauerstoffmoleküle, reagieren zu CO2, dem Kohlendioxid, plus zweimal Wasser, plus 802,4 Kilojoule. Die dritte Variante für eine Reaktion war einfach ein Vorliegen von einem Bindungsumbau. Hier in dem Fall haben wir das organische Molekül 1,2-Dichlorbenzol. Um den Namen kümmern wir uns später mal, wenn wir dann am Anfang der Organik und in der sogenannten Nomenklatur sind. Darauf will ich jetzt lieber noch nicht eingehen. Das wird mindestens eine Vorlesung, da ich Nomenklatur wichtig finde und daran auch eigentlich recht gut bin, vielleicht sogar zwei. Aber hier an dem Punkt nicht mehr dazu. Es wandelt sich auf jeden Fall zu 1,3-Dichlorbenzol um, indem wir einfach das Produkt entnehmen. Das hat was mit einer sogenannten Gleichgewichtsreaktion zu tun. Und ja, das werde ich euch auch später erklären.
Bis jetzt reicht quasi das Wissen, wie ihr seht. Da ist ein Ring, das sind dann Kohlenstoff mit Wasserstoff. So genau will ich gar nicht drauf eingehen. Aber ihr seht, das Chlor auf der Eduktseite, also links, befindet sich in einer anderen Position zum anderen Chlor wie auf der Produktseite rechts. Das heißt, es muss ein Bindungsumbau stattgefunden haben. Und ja, die Tatsache, dass die Chloratome hier an einer anderen Stelle gebunden sind, an dem Ring, führt wirklich zu anderen chemischen Eigenschaften. Damit sind wir auch gerade bei dem Begriff Edukt angelangt. Und ja, das ist der chemische Fachbegriff für Ausgangsstoff, das hatten wir schon. Und dass alle Stoffe, die quasi vorliegen, vor der Reaktion, als Edukte bezeichnet werden, ist auch bekannt. Wie wir jetzt auch gerade schon so indirekt gesehen haben, werden auch benötigte Energie manchmal als Edukt aufgeschrieben oder Elektronen, wenn es darum geht. Das ist aber in der Regel nur für eine praktische Veranschaulichung gedacht. In der reinen Definition ist es kein Edukt. Produkt ist quasi Gegenteil, ist halt das Produkt oder der Endstoff. Und damit sind halt alle Stoffe gemeint, die bei einer chemischen Reaktion entstehen. Hier gilt auch wieder, dass Energie ein Produkt sein kann, auch frei werdende Elektronen können Produkt sein. Allerdings auch wieder nur rein zur praktischen Veranschaulichung. In strenger Definition ist es kein Produkt, also diese Elektronen oder die Energie. Hier sehen wir oben links abgebildet Kohle, das lag als Edukt vor, dann es wurde verbrannt, sprich sie reagierte mit Sauerstoff und wurde dann zu Asche als Produkt. Und damit sind wir schon zum größten und wichtigsten Punkt in dieser Vorlesung, neben den Übungen, die diesmal sehr umfangreich sind, wie ich das letzte Mal bereits angekündigt hatte, weil das muss wirklich, wirklich sitzen. Alles baut darauf auf in der Chemie. Wenn wer ab hier quasi nicht weiterkommt, der wird das danach nicht mehr hinkriegen. Man muss wirklich hier aufbauen und daher möchte ich auch wirklich gerne viele und ausführliche Übungen machen. Das werdet ihr auch sehen. Und um diese zu bewältigen, müssen wir uns natürlich um die Gesetze kümmern. Denn Reaktionen sind halt keine willkürlichen Stoffumwandlungen, sondern es gibt natürlich naturwissenschaftliche Grundgesetze, Begebenheiten, die denen zugrunde liegen und die dazu führen, dass Reaktionen halt so stattfinden, wie sie stattfinden und nicht anders. Und das Verstehen dieser Gesetze öffnet uns halt auch die Möglichkeit, diese Reaktion vorherzusagen. Das heißt, wir müssen nicht, sag ich mal, zwei Flüssigkeiten zusammenkippen und beobachten, oho, da fängt was an zu blubbern, das ändert die Farbe, das explodiert oder vielleicht das passiert auch gar nichts. Wir sind dann in der Lage, wenn wir wissen, was das für ein Stoff ist, zu sagen, aha, das hier ist eine Säure, das ist eine Lauge. Wenn ich die zusammenkippe, wird es neutralisiert, da entsteht vielleicht auch noch Energie bei. Oder wenn es halt so stark ist, reagiert sehr, sehr heftig und wird wahrscheinlich die ganze Suppe an die Decke schmeißen. Das sind wir dann in der Lage vorherzusagen, wenn wir die Gesetze zu verstehen. Und damit können wir natürlich auch ganz bewusst Sachen herstellen. Das Fachwort dafür ist nebenbei synthetisieren, daher kommt auch natürlich die Stoffsynthese. Das erste Gesetz ist der Massenerhaltungssatz. Wer sich mit den Naturwissenschaften auskennt, der weiß, dass der tritt öfters mal auf, auch gern in der Physik. Und ja, da alle Naturwissenschaften auf der Mathematik basieren und quasi die Physik auch die grundlegendste aller Naturwissenschaften ist und damit Chemie und Biologie auch auf diese basieren, brauchen wir auch den hier in der Chemie, denn da kommt die Logik raus. Der Massenerhaltungssatz ist nämlich unser erstes Grundgesetz. Wie der Name vermuten lässt, besagt das Gesetz sehr, sehr simpel ausdrückt, dass Masse nicht verloren gehen kann. Das klingt auch erstmal sinnvoll, wenn wir einen Salzstreuer nehmen und das Salz rausschütten, dann landet es da, wo wir es hinschütten, ist es nicht auf einmal weg. Für uns wichtig ist, was wir daraus herleiten können, und zwar, dass die Summe aller Massen aller Edukte, also aller Stoffe, die wir einsetzen, der Summe aller Massen aller Produkte, also was wir hergestellt haben, entsprechen müssen. Wenn wir da alles, was wir vorher haben, wiegen und alles, was entsteht, nochmal wiegen, dann muss die Masse gleich bleiben. Wenn dem nicht so ist, gut, dann gibt es eigentlich nur den Grund, dass wir quasi irgendeinen Verlust haben. Kann halt durch ein Gas sein. Oder wie, ja, das ist aber dann jetzt schon wieder Quantenphysik bzw. Astrophysik, dass sich so viel Sachen, also so viel Energie entstanden ist, dass ein Teil der Masse, die wir hatten, sich als Energie zum Beispiel in Form von Licht umgewandelt hat und verloren gegangen ist. Das wird aber dann nicht in einem messbaren Bereich liegen.
Weil Licht zum Beispiel kann halt als sogenanntes Photon, als Massenteilchen quasi vorliegen oder auch als Welle quasi ohne Masse als Form von Energie. Das gilt für alle Massen. Es ist nur unglaublich viel Energie notwendig und das dürfte in der Regel nicht so sein. Daher gilt links und rechts, die Summen müssen gleich sein, was Masse angeht. Als Beispiel habe ich hier das 55,84 Gramm Eisen verbrennen und zwar bei sehr, sehr hoher Temperatur, ansonsten kriegen wir da keine saubere Reaktion hin. Es entsteht in dem Fall 71,84 Gramm Eisen-2-Oxid, hier mal als Formel dargestellt mit den Formelzeichen. Und die Frage ist jetzt, wie viel Sauerstoff haben wir dafür benötigt? Wir wissen ja, dass Masse nicht verloren gehen kann. Das heißt, wir können folgende Formel aufstellen. 55,84 Gramm plus x steht ja links dann vom Reaktionsfall, quasi der fungiert als ist gleich, muss 71,84 Gramm entsprechen. Ja, wir stellen die Formel um, indem wir auf beiden Seiten minus 55,84 Gramm rechnen und es verbleibt x ist gleich 16 Gramm, woraus wir schließen, es müssen 16 Gramm Sauerstoff als Edukt vorgelegen haben. Das bringt uns dann auch zum Gesetz der konstanten Proportion. Dieses Gesetz besagt, dass Elemente eines Stoffes, beziehungsweise einer Verbindung, immer im selben Verhältnis zueinander vorliegen. Was heißt das? Naja, das Verhältnis von jeder Menge Magnesiumchlorid zum Beispiel besteht immer aus einem Teil Magnesium, Mg, wie wir sehen, und zwei Teilen Chlorid. Das klingt jetzt sehr simpel, was daran liegt, dass vor einiger Zeit schon mal jemand für die Stoffe alle quasi diese Formeln aufgestellt hat anhand der molaren Masse, die, mit der wir uns dann noch besser befassen werden. Aber bevor es das gab, hat man nur mit Massen gearbeitet. Und da war es sehr, sehr schwer. Aus der vorigen Formel zum Beispiel konnten wir jetzt nur ersehen, dass wir 16 Gramm Sauerstoff brauchten, nur weil wir wussten, aha, wir kannten zwei von drei Unbekannten und die stehen in den linearen Verhältnissen, so im Fall durch die Addition. Hätten wir nur eine Bekannte und zwei Unbekannte gehabt, wären wir damit nicht weitergekommen. Aber hier durch das Gesetz der konstanten Proportion geht das dann. Das werdet ihr gleich sehen. Entdeckt hat das Joseph Louis Prost, wird auch deswegen Prostsches Gesetz genannt. Und das stellt halt den Zusammenhang zwischen der Stoffmenge, Masse über die molare Masse M her, groß M. Und ist damit der Beginn der Stöchiometrie, da wir jetzt in der Lage sind, Stoffmengen in klarer Darstellung Reaktion zu zeigen, wo zuvor nur Massen waren. Wie ihr gesehen habt, die Massen, die sind noch schwer nachzuvollziehen gewesen, die Stoffmengen sind eindeutig. Hier als Beispiel 48,61 Gramm Magnesium, Mg, verbrennt an der Luft Sauerstoff, also O2, zu Magnesiumoxid, MgO. Die Frage, wie viel Gramm Magnesiumoxid entstehen? Und das Gesetz der konstanten Proportion sieht es so aus. Da haben wir 48,61 Gramm Magnesium, das wissen wir, das haben wir gewogen. Der Sauerstoff, den wir brauchen, der lässt sich sehr schwer wiegen. Und wir wissen, es wird dann wohl Magnesiumoxid entstehen. Gut, wir könnten es jetzt einfach brennen und dann wiegen. Aber wir würden es gerne vorher wissen. Einfach nur damit wir jetzt nicht, sagen wir mal so wie es ist, experimentieren, sondern konkrete Werte haben. Der Massenerhaltungssatz hilft uns nicht weiter. Wir wissen vom Massenerhaltungssatz nur, okay, Y als Magnesiumoxid muss größer als 48,61 Gramm sein. Einfach weil da noch irgendwie ein bisschen Sauerstoff mit drin hängt. Wenn wir aber unser neues Gesetz hier der konstanten Proportion anwenden, dann können wir über die molare Masse des Magnesiums, die 24,305 Gramm pro Mol beträgt, die Stoffmenge errechnen. Die molaren Massen wurden halt mal für alle Stoffe bestimmt. Und für Magnesium hat man halt festgestellt, dass ein Mol, das ist quasi die definierte Menge, ist reagieren in der Formel hier in dem Fall zwar Massen. Aber klassischerweise schreibt man nicht mit Massen, sondern die Stoffmengen, weil halt immer dieselben Stoffmengen reagieren. Und die für Magnesium, diese spezifische Masse, die da immer reagiert, sind 24,305 Gramm, die dann quasi dieses fiktive Maß Mol darstellt. Die Formel ist N, die Stoffmenge entspricht der Masse M durch die molare Masse groß M. Wir haben hier gegeben als Masse 48,61 Gramm. Die molare Masse wurde mal ausgerechnet mit 24,305 Gramm. Teilen wir das durch, kommen wir auf 2 Mol. Wir wissen, aha, 2 Mol, das bedeutet 48,61 Gramm, aber das ist für einen Chemiker nicht ganz so wichtig in dem Moment, wo die Reaktionsformel aufstellt. Erst ab der Waage wird es interessant. Aber wir wissen jetzt,
2 Mol werden hier reagieren. Wir können also schreiben 2mg, die 2 steht halt fürs Mol, plus eine unbekannte Molmenge Sauerstoff reagieren zu einer unbekannten Molmenge Magnesiumoxid. Gut, das ist jetzt erstmal nichts anderes als oben. Wir haben halt nur die Gramm in ein anderes Maß im Mol überführt. Aber das reicht eigentlich auch schon. Denn auf der Edukt- und der Produktseite müssen zwingend dieselben Stoffmengen der jeweiligen Elemente stehen. Und damit kommen wir jetzt weiter. Aktuell haben wir nämlich auf der linken Seite 2 Magnesium und mindestens ein Sauerstoffmolekül. Das hat ja O2, aber als Elementschreibweise ausdrückt 2O. Und die reagieren zu mindestens ein Mol Magnesium und mindestens ein Mol Sauerstoff. Das Gesetz besagt ja, dass Proportionen konstant sein müssen. Daher können wir nur die Faktoren vor den Verbindungen erweitern. Wir können jetzt sagen, da entsteht nicht MgO5, sondern wir können jetzt sagen, da entstehen 5MgO. Was bedeuten würde 5 mal Mg plus 5 mal O? So, und damit können wir jetzt einfach sagen, wir setzen x mal gleich 1 und y gleich 2. Dann erhalten wir 2 Mol Magnesium plus 1 Mol Sauerstoff als Molekül reagieren zu 2 Mol Magnesiumoxid. Machen wir eine Probe. Links haben wir 2 Mg und 2 Sauerstoffatome. Rechts haben wir 2 Magnesium und 2 Sauerstoffatome. Das passt. Und damit seht ihr, wir sind jetzt in der Lage, durch das Gesetz der konstanten Proportion Massen in Molmengen zu überführen, weil wir immer wissen, dass dieselben Molmengen reagieren. Und das ist total toll, weil dadurch waren wir jetzt in der Lage, obwohl wir nur eine einzige bekannte Größe hatten, die 2 unbekannten auf relativ einfache Weise auszurechnen. Über die molare Masse können wir die Stoffmengen des Magnesiums in Masse wiederum umrechnen. Wir wissen jetzt ja, da entstehen 2 Mol Magnesiumoxid. Die molare Masse von Magnesiumoxid, das gilt für alle Verbindungen, besteht aus der molaren Masse ihrer Elemente. Molare Masse von Magnesium also plus molare Masse von Sauerstoff. Das wären 24,305 Gramm pro Mol plus 15,999 Gramm pro Mol. Magnesiumoxid hat also eine molare Masse von 40,304 Gramm pro Mol. Wir wissen jetzt also Folgendes. 48,61 Gramm Magnesium bzw. 2 Mol Magnesium entstehen 2 Mol Magnesiumoxid. Damit ist die Stoffmenge von Magnesiumoxid gleich 2 Mol. Denke ich, ist unstrittig. Und die molare Masse von Magnesiumoxid haben wir jetzt über die Elemente ausgerechnet und die beträgt 40,304 Gramm pro Mol. Jetzt haben wir also molare Masse und Stoffmenge und wir kennen eine Formel, in der molare Masse, Stoffmenge und Masse vorkommen. Das heißt, wir haben jetzt 2 von 3 Unbekannten und können damit die letzte verbliebene ausrechnen, und zwar die Masse. Die ergibt sich dann aus der molaren Masse mal der Stoffmenge. Das heißt also 40,304 Gramm pro Mol mal 2 Mol. Es entstehen 80,608 Gramm Magnesiumoxid bei der Verbrennung von 2 Mol Magnesium. Beziehungsweise von 68,61 Gramm Magnesium. Also bei der Verbrennung von 48,61 Gramm Magnesium entstehen 80,608 Gramm Magnesiumoxid. Gut. Dann kommen wir zum Gesetz der multiplen Proportion. Das knüpft an unser voriges Gesetz der konstanten Proportion an und besagt, dass Elemente, die verschiedene Verbindungen bilden können, innerhalb dieser in ganzzahligen Vielfachen auftreten. Das heißt, man sagt quasi wieder, da entstehen nicht 1,24783591218943825 Mol, sondern sagt, nein, untereinander haben die Elemente auch gleiche Zahlen. Beispiel: Stickstoff oxidiert in diverse Stickoxide. Das passiert durchaus, wenn Stickstoff verbrennt. Da kriegen wir ein Gemisch aus allen möglichen Stickoxiden. Hier in dem Fall wäre zum Beispiel 2 mal Stickstoff plus ein Molekül Sauerstoff reagiert zu 2N2O. Oder N2 plus 2O2 reagiert zu 2NO2. Oder N2 plus O2 reagiert zu 2NO. Oder 2N2 plus 5O2 reagieren zu 2N2O5. Oder 2N2 plus 3O2 reagieren zu 2N2O3.
Am Ende kommen quasi alle dieser fünf Produkte raus aus diesen Edukten. Jetzt ist es natürlich sehr, sehr schwer, genau vorherzusagen, welches Verhältnis rauskommt. Das lässt sich dann wirklich nur ein Experiment rausfinden. Aber die Stoffmengen selbst stehen immer in gleichen Verhältnissen zueinander. Wir wissen, es gibt nur diese fünf möglichen Produkte, die da entstehen und nicht irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, N1,5O1,798. Nein, sondern ganzzahlige Verhältnisse, mit denen sich gut rechnen lässt. So, um das jetzt zu festigen, machen wir ein paar Übungen. Erstens, für die Übung A, ich werde das in zwei große Komplexe spalten. Erstens ist, die folgende Reaktion soll ausgeglichen werden, sodass das stöchiometrische Verhältnis stimmt. Das ist der erste Schritt. Bitte nehmt wieder mal Stift und Papier, versucht euch an diesen Aufgaben, um das auch zu festigen. Von alleine wird es halt in der Regel nichts. Und ja, pausiert wieder das Video, ich springe natürlich zur Lösung und dann vergleichen wir. Kleiner Hinweis noch, für alle, die das bisher noch nicht gemacht haben, für die das wirklich ein neues Thema ist. E ist relativ umfangreich, ihr seht es auch an den rot dargestellten Smiley. Bei grün erwarte ich natürlich, dass ihr es schafft, bei gelb, klar, wer sich Mühe gibt, kriegt es auch hin. Rot ist nicht schlimm, wenn man es nicht schafft, ihr werdet sehen, das ist sehr, sehr umfangreich, selbst mit einem kleinen Trick, den ich euch dann später noch verraten werde. Aber jetzt erstmal viel Erfolg und ja, bis zum Vergleichen gleich. Okay, kommen wir zur Lösung von Übung A. Ich brauche 9 Folien dafür. Bei der ersten beginnen wir natürlich bei A. Da hatten wir das Natrium mit Sauerstoff zu Natriumoxid verbrennt. Das war jetzt die unausgeglichene Formel, die ihr hattet. Aktuell haben wir also auf der Eduktseite einmal Natrium und zweimal Sauerstoff. Auf der Produktseite einmal Natrium und einmal Sauerstoff. Daraus schließen wir, auf der Produktseite fehlt ein Sauerstoff. Wir dürfen nur quasi die Faktoren vor den Verbindungen ändern. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, da entsteht NaO plus O, sondern wir müssen sagen, okay, da entsteht halt nicht ein NaO, sondern zwei NaO. Multiplizieren das mit 2. Damit sieht unsere Reaktionsformel nun so aus. Natrium plus Sauerstoff reagiert zu 2 Natriumoxid. Wenn wir wieder eine Probe machen, stellen wir fest, Eduktseite hat ein Natrium, 2 Sauerstoff, Produktseite 2 Natrium, 2 Sauerstoff. Das heißt, auf der Eduktseite fehlt jetzt ein Atom Natrium. Daher multiplizieren wir dieses elementar vorliegende Natrium mit 2 und erhalten 2 Natrium plus Sauerstoff reagiert zu 2 NaO. Machen wir die Probe. Links sind 2 Natrium und 2 Sauerstoff, rechts 2 Natrium und 2 Sauerstoff. Wunderbar, das passt. Gedankt sei dem Gesetz der konstanten Proportion. Okay, B. H2O2, Wasserstoffperoxid, zerfällt an der Luft zu Wasser und Sauerstoff. Wir haben auf der Eduktseite zweimal Wasserstoff und zweimal Sauerstoff, auf der Produktseite zweimal Wasserstoff und dreimal Sauerstoff, wovon 1 im Wasser und 2 im Sauerstoffmolekül vorliegen. Das heißt, auf der Eduktseite fehlt einmal Sauerstoff. Wir müssen Wasserstoffperoxid mit 2 multiplizieren. Womit wir erhalten zweimal Wasserstoffperoxid reagiert zu Wasser plus Sauerstoff. Machen wir eine Probe, haben jetzt auf der Eduktseite 4-mal Wasserstoff und 4-mal Sauerstoff, auf der Produktseite 2 Wasserstoff und 3 Sauerstoff. Daraus schließen wir, clever wie wir sind, dass auf der Produktseite ein Sauerstoff und 2 Wasserstoffatome fehlen. Jetzt überlegen wir sehen die Produkte, okay, dann steht Wasser und Sauerstoff. Welche Verbindung hat hier denn, macht denn hier Sinn, einen Multiplikator vorzusetzen? Natürlich Wasser, denn Wasser hat halt zweimal Sauerstoff und Wasserstoff und einmal Sauerstoff. Das heißt, multiplizieren wir das mit 2, muss es zwingend aufgehen. Die Reaktionsformel sieht dann aus, 2H2O2 reagiert zu 2H2O plus O2. Probe, links und rechts ist es gleich, genau, auf beiden Seiten haben wir 4-mal Wasserstoff und 4-mal Sauerstoff. C, Calciumhydroxid. Reagiert mit Salzsäure, also eine Neutralisation, zu dem Salz, Calciumchlorid und Wasser. Aktuell haben wir auf der Eduktseite einmal Calcium, zweimal Sauerstoff, dreimal Wasserstoff und ein Chlor. Auf der Produktseite liegt einmal Calcium, einmal Sauerstoff, dreimal Wasserstoff und ein Chlor vor. Das heißt, auf der Produktseite fehlt ein Sauerstoff und ein Wasserstoff. Wir müssen also erstmal als, sagen wir, Hilfe Wasser mit 2 multiplizieren.
Auf der Eduktseite hingegen fehlt einmal Chlor, also müssen wir HCl mit 2 multiplizieren. Da entsteht CaOH in Klammern 2 mal plus 2HCl reagiert zu CaCl2 plus 2H2O. Machen wir eine Probe. Auf der Eduktseite liegt einmal Calcium, 2 mal Sauerstoff, 4 mal Wasserstoff und 2 mal Chlor vor. Auf der Produktseite liegt genau das gleiche vor. Wunderbar, das ist schön, das hat auch in nur quasi einen Ausgleichsschritt, auch wenn der in zwei Teilschritten quasi erfolgt ist, geklappt. D. Glucose, oder in Chemiker besser bekannt als C6H12O6, zumindest in Formelschreibweise, wird veratmet, oder anders ausgedrückt verbrennt mit Sauerstoff, zu Kohlendioxid und Wasser. Aktuell haben wir auf der Eduktseite 6 Kohlenstoff, 12 Wasserstoff, 8 Sauerstoff. Auf der Produktseite einmal Kohlenstoff, zweimal Wasserstoff und dreimal Sauerstoff. Das heißt, auf der Produktseite fehlt eine Menge, und zwar 5C. Das heißt, CO2, der einzige, wo C vorkommt, multiplizieren wir mit 6. Gleichzeitig stellen wir fest, dass auf der Produktseite 10 Wasserstoffatome fehlen. Also könnten wir jetzt Zucker damit multiplizieren? Müssen wir Wasser mit 6 multiplizieren. Okay, das heißt, wir haben jetzt C6H12O6 plus O2 reagiert zu 6CO2 plus 6H2O. Machen wir eine Probe, stellen wir fest, Eduktseite hat 6 Kohlenstoff, 12 Wasserstoff, 8 Sauerstoff. Produktseite, aha, Kohlenstoff stimmt mit 6, Wasserstoff stimmt mit 12, Sauerstoff leider nicht, da sind es 18. Das heißt, uns fehlt auf der Eduktseite noch 10 Sauerstoffatome. Die bekommen wir aber relativ leicht, indem wir Sauerstoff mit 6 multiplizieren. Dadurch verändert sich die Formel zu C6H12O6 plus 6O2. Reagiert zu 6CO2 plus 6H2O. Machen wir eine Probe, stellen wir fest, okay, auf beiden Seiten haben wir jetzt 6 Kohlenstoff, 12 Wasserstoff, 18 Sauerstoff und das passt. Kommen wir damit zu E, der schweren Aufgabe. Und ihr seht, ich brauche dafür 5 Folien. Es ist also auf den ausführlichen Weg selbst sehr umfangreich. Hier haben wir jetzt Edukt vorliegen, C6H5NO2. Das ist Nitrobenzol mit Eisen, fast schon als Katalysator können wir sagen, und Wasser reagiert es zu C6H7N, das ist Anilin, und es entsteht dabei auch Fe3O4, also ein Eisenoxid. Aktuell haben wir auf der Eduktseite 6 mal Kohlenstoff, 7 mal Wasserstoff, 1 Stickstoff, 3 Sauerstoff und 1 Eisen. Auf der Produktseite haben wir 6 Kohlenstoff, 7 Wasserstoff, 1 mal Stickstoff, 4 Sauerstoff und 3 mal Eisen. Und jetzt denkt man sich im Moment, wow, total toll, das ist ja fast gleich. Ich brauche auf der Produktseite nur einmal Sauerstoff und zweimal Eisen. Allerdings, auf der Eduktseite brauchen wir Sauerstoff und zweimal Eisen. Lösen wir können wir das im einfachsten Fall, indem wir Wasser mit 2 multiplizieren und Eisen mit 3. Machen wir das, kommen wir auf C6H5NO2. Plus 3Fe plus 2H2O reagiert zu C6H7N plus Fe3O4. Machen wir jetzt die Probe, haben wir C6C9H1N4O und 3 Eisen auf der Eduktseite. Auf der Produktseite 6C7H1N4O und 3 Eisen. Das heißt, auf der Produktseite fehlen uns 2 Wasserstoffatome. Das heißt, wir haben keine andere Wahl als C6H7N mit 2 zu multiplizieren. Tun wir das, kommt bei der Formel raus C6H5NO2 plus 3Fe plus 2H2O reagiert zu 2C6H7N plus Fe3O4. Machen wir wieder eine Probe. Eduktseite weist jetzt 6C9H1N4O und 3Fe aus. Produktseite hat 12C14H2N4O und 3Fe, weil wir halt eine sehr, ich sage mal, umfangreich Verbindungen multipliziert haben. Das führt natürlich dazu, dass auf der Eduktseite jetzt 6 mal Kohlenstoff fehlt und wir gezwungen sind, C6H5NO2 auch mit 2 zu multiplizieren. Was uns zu der weiteren Formel bringt, 2C6H5NO2 plus 3Fe plus 2H2O reagieren zu 2C6H7N plus
Fe3O4. Eine erneute Probe zeigt, aha, Kohlenstoff mit 12, Wasserstoff mit 14, Stickstoff mit 2 und Eisen mit 3 sind auf beiden Seiten ausgeglichen. Nur der Sauerstoff stimmt leider nicht, da hat die Eduktseite 6 und die Produktseite 4. Das heißt, auf der Produktseite fehlt zweimal Sauerstoff. Die einzige Verbindung, die hier Sauerstoff hat, ist Fe3O4. Diese müssen wir dann natürlich mit 2 multiplizieren. Und wir sehen schon das Problem, dann kriegen wir 4 Sauerstoffatome, wo wir nur 2 wollen. Das führt uns aber jetzt erstmal zu der Formel 2C6H5NO2 plus 3Fe plus 2H2O reagieren zu 2C6H7N plus 2Fe3O4. In der Probe sehen wir, dass Kohlenstoff mit 12, Wasserstoff mit 14 und Stickstoff mit 2 auf beiden Seiten ausgeglichen ist. Es hapert aber mal wieder am Sauerstoff, der auf der Eduktseite 6 und auf der Produktseite 8 hat. Und auch das Eisen ist jetzt nicht mehr ausgeglichen, denn auf der Eduktseite haben wir 3 und auf der Produktseite 6. Wir müssen also noch etwas tun. Und zwar auf der Eduktseite fehlen 2O. Das heißt, C6H5NO2 müssen wir jetzt nicht nur mit 2, sondern mit 3 multiplizieren. Tun wir das, haben wir 3C6H5NO2 plus 3Fe plus 2H2O reagieren zu 2C6H7N plus 2Fe3O4. Machen wir jetzt eine Probe, merken wir schon, da wir eine große Verbindung quasi den Faktor erhöht haben, stimmt jetzt vieles nichts mehr. Auf der Eduktseite haben wir 18C, 19H, 3N, 8O, 3Fe, auf der Produktseite 12C, 14H, 2N, 8O, 6 Eisen. Das heißt, ausnahmsweise stimmt jetzt nur der Sauerstoff und der ganze andere Rest stimmt nicht mehr. Folglich müssen wir auf der Produktseite, da dort 6 Kohlenstoff fehlen, C6H7N mit 3 statt mit 2 multiplizieren. Auf der Eduktseite fehlt 3 mal Eisen, daher werden wir Eisen mit 6 statt mit 3 multiplizieren. Was uns zu der neuen Formel bringt, 3C6H5NO2 plus 6Fe plus 2H2O reagieren zu 3C6H7N plus 2Fe3O4. Eine Probe zeigt, der Kohlenstoff ist auf beiden Seiten mit 18 ausgeglichen, der Stickstoff mit 3 auch, der Sauerstoff mit 8 auf beiden Seiten auch, ebenso Eisen sieht mit 6 Atomen auf jeder Seite super aus. Jetzt stimmt aber der Wasserstoff wieder nicht. Auf der Eduktseite 19, auf der Produktseite 21. Wir haben also wieder das Problem, dass auf der Eduktseite 2 Wasserstoff fehlen und wir wieder diese riesige Verbindung oder Wasser multiplizieren müssen. Aus Erfahrung von diesen vorigen Schritten weiß ich jetzt, es wäre einfacher und sinnvoller, die Großverbindung zu multiplizieren. Und zwar halt statt mit 3 nehme ich jetzt die 4. Was die Formel zu 4C6H5NO2 plus 6Fe plus 2H2O reagieren zu 3C6H7N plus 2Fe3O4 umwandelt. Eine Probe wird zeigen, hier stimmt jetzt natürlich wieder einiges nicht. Kohlenstoff, Eduktseite 24, Produktseite 18, passt nicht. Wasserstoff, Eduktseite 24, Produktseite 21, passt auch nicht. Stickstoff auf der Eduktseite 4, auf der Produktseite 3, auch das passt nicht. Unser schöner Sauerstoff, den wir mühevoll endlich ausgleichen konnten, passt auch nicht mehr, denn auf der Eduktseite sind es jetzt 10, auf der Produktseite 8. Nur das Eisen, das sich so leicht ausgleichen lässt, weil es halt elementar vorliegt auf der Eduktseite, stimmt, weil es genau wie auf der Produktseite jetzt 6 Atome sind. Wir haben also wieder einiges zu tun. Auf der Produktseite fehlt 6 Kohlenstoff, das heißt C6H7N werden wir jetzt mit 4 statt mit 3 multiplizieren und hoffen, dass sich auch Wasser und Sauerstoff da ein bisschen ausgleichen. Und natürlich auch der Stickstoff. Sauerstoff nicht, sondern der Stickstoff. Und das ergibt jetzt erstmal 4C6H5NO2 plus 6Fe plus 2H2O. Diese reagieren zu 4C6H7N plus 2Fe3O4. Schauen wir mal, wie es aussieht. Aha, Eduktseite hat 24C, Produktseite auch 24. Wunderbar, die C sehen schon mal schön aus. Sorge wird uns wohl bereiten, das H, wie wir sehen, denn die Eduktseite hat 24, die Produktseite 28. Stickstoff schon mal gut, auf beiden Seiten 4, sehr schön. Sauerstoff ist leider nicht mehr so schön, auf der Eduktseite 10, auf der Produktseite nur 8. Und das Eisen ist gleich geblieben bei 6 und passt damit immer noch.
Das heißt, auf der Eduk-Seite fehlt 4 mal Wasserstoff. Den kriegt man wohl am ehesten, wenn wir Wasser mit 4 statt mit 2 multiplizieren. Was uns zu der Formel 4C6H5NO2 plus 6Fe plus 4H2O reagiert zu 4C6H7N plus 2Fe3O4 bringt. Machen wir jetzt eine Probe. Schauen wir mal. Auf beiden Seiten ist 24C. Schön. Auch das H ist mit 28 Atomen auf beiden Seiten vertreten. Wunderbar. Stickstoff auf beiden Seiten viermal. Auch sehr schön. Sauerstoff. Ne? Jetzt ist Sauerstoff wieder unser Sorgenkind. Die Eduk-Seite 12, die Produktseite 8. Das heißt, auf der Produktseite müssen wir definitiv was tun. Und das Eisen haben wir nicht verändert und ist bei 6 geblieben. Aber wir sehen, auf der Produktseite fehlt jetzt 4 Sauerstoffatome. Wir haben also keine Wahl, als Fe3O4 mit 3 statt mit 2 zu multiplizieren. Was sind zu der Formel 4C6H5NO2 plus 6Fe plus 4H2O reagiert zu 4C6H7N plus 3Fe3O4 bringt. Machen wir eine Probe, sehen wir, wunderbar. 24C auf beiden Seiten, 28H auf beiden Seiten, 4N auf beiden Seiten und auch unser Sauerstoff ist 12. Wunderbar. Nur das Eisen ist jetzt ein bisschen anders auf der Eduk-Seite 6, auf der Produktseite 9. Das soll aber kein Problem sein. Wir tun einfach auf der Eduk-Seite die fehlenden 3 Eisen damit generieren, dass wir Eisen mit 9 statt mit 6 multiplizieren. Was uns zu der endgültigen Formel bringt, 4C6H5NO2 plus 9Fe plus 4H2O reagiert zu 4C6H7N plus 3Fe3O4. Machen wir eine Probe, sehen wir, jetzt passt alles. 24C auf beiden Seiten, 28H auf beiden, 4 Stickstoff sind auch bei beiden Seiten vorhanden, genauso wie 12 mal Sauerstoff und 9 mal Eisen auf beiden Seiten. Wir haben es jetzt geschafft, diese Formel zu erstellen. Und wer jetzt denkt, boah, was war das denn? Ich gebe zu, ich habe extra Formeln, also eine Reaktion gewählt, wo ich von vornherein wusste, dass man quasi sehr, sehr viele Schritte machen muss, um denn auf die endgültige Lösung zu kommen. Viele Sachen lassen sich, wie ihr bei den anderen Reaktionen gesehen habt, einfach ausgleichen. Ich habe auch relativ lange gesucht, die hinzubekommen. Und ich kann euch trösten, es gibt, naja, ich will jetzt nicht sagen eine sichere Regel, aber formulieren wir es mal so, es gibt einen Trick, der uns in der Regel bei solchen Sachen schneller zum Erfolg bringt und den möchte ich euch jetzt in 2 Folien vorstellen an genau dieser Reaktion. Denn grundsätzlich gilt, dass bei so komplexen Reaktionen, bei der ein Element in mehreren Reaktanten, also mehreren Reaktionspartnern vorkommt, wie hier das Sauerstoff, sich das Ausgleichen recht schwer gestaltet, denn erhöht man eins, passt das andere eventuell wieder nicht. Es ist oftmals eine Vereinfachung, wenn das kleinste gemeinsame Vielfache, kennt man vielleicht aus der Mathematik, kurz KGV genannt, jenes Elements, also dieses Elements, was in mehreren vorkommt, bestimmt und jede Reaktionsseite genauso oft multipliziert wird, bis das kleinste gemeinsame Vielfache erreicht wird. Okay, klingt jetzt rein theoretisch, ich zeig's euch mal. Das hier ist unsere Ausgangsformel, ich erspare mir die vorzulesen, es kommen da jetzt noch viele, viele Übungsfolien, da brauche ich noch ein bisschen Luft. Das hatten wir auch schon festgestellt gehabt, aber daraus können wir jetzt ableiten. Wir haben ja hier Sauerstoff, das kommt in insgesamt 3 Verbindungen vor und ist damit das Element, was am häufigsten vorkommt. Nicht zahlenweise, sondern in 5 Verbindungen kommt schon alleine 3-mal Sauerstoff vor. Das macht das Ausgleichen in der Regel so schwer. Und deswegen ist es sinnvoll, hier von Sauerstoff das kleinste gemeinsame Vielfache zu bilden. Wie ihr seht, auf der Eduk-Seite haben wir 3, auf der Produktseite 4. Das kleinste gemeinsame Vielfache bilden wir einfach, indem wir wirklich das Produkt von beiden nehmen. Quasi 3 mal 4 macht 12 mal Sauerstoff. Und jetzt müssen wir jede Seite quasi so oft, alle Verbindungen so oft multiplizieren, bis wir 12 Sauerstoff erreichen. Das ist natürlich jetzt 3 mal 4 umgekehrt. Auf der Eduk-Seite 4 mal alles multiplizieren, auf der Produktseite alles mit 3 multiplizieren. Machen wir das, kommen wir zu der Formel 4C6H5NO2 plus 4Fe plus 4H2O reagiert zu 3C6H7N plus 3Fe3O4. Wir wissen, das kann nicht die Lösung sein, aber wir zeigen mal, wie weit wir jetzt schon gekommen sind.
Auf der EDUC-Seite 24C, 28H, 4N, 12O und 4E. Haut eigentlich so bis auf den Sauerstoff mit gar nichts hin, denn die Produktseite weist 18C, 21H, 3N, 12O und 9FE auf. Wir müssen also noch ein bisschen was machen. Auf der EDUC-Seite fehlen 5 Eisen. Gut, das kriegen wir schnell hin. Wir multiplizieren halt Eisen mit 9 statt mit 4, dann kriegen wir 5 mehr. Auf der Produktseite fehlen 6 mal Kohlenstoff. Ja, da haben wir doch Glück. C6H7N hat ja innerhalb dieser Verbindung 6 mal Kohlenstoff. Das heißt, wir nehmen einfach die mal 4 statt 3. Dann haben wir auf jeden Fall 6C mehr. Und kommen damit erstmal zu 4C6H5NO2 plus 9FE plus 4H2O reagiert zu 4C6H7N plus 3Fe3O4. Und wir sehen, wir sind jetzt quasi durch das kleinsame gemeinsame Vielfache in nur 2 Schritten zur Lösung gekommen. Denn die Probe stimmt. Auf beiden Seiten ist jetzt 24C, 28H, 4N, 12O und 9FE. Quasi dasselbe Ergebnis, was wir vorher mit recht vielen Schritten, wie viel waren das? Ich glaube, wir waren bei M oder so. Kann mal jemand durchziehen, wie viele das sind. Irgendwo zwischen 15 und 20, denke ich, wird das wohl gewesen sein. Aber so sind wir halt jetzt wirklich in 2 Schritten A und B hier zur Lösung gekommen. Wir können auch das Bestimmen des KGVs meinetwegen als Schritt ansehen. Dann sind es immer noch 3. Ist zeittechnisch günstiger. Das ist ein kleiner Trick, den ich euch hier mitgeben möchte. Wenn ihr mal nicht auf eine Lösung kommt, weil ihr merkt, boah, ich gleiche was aus, dann wird das anders ungleich. Versucht es mal darüber. In der Regel klappt das ganz gut. Okay, jetzt aber weg grundsätzlich von dieser simplen Ausgleichssache, ja, simpel in Anführungszeichen. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir hatten ja uns gerade eben auch mit den Gesetzen beschäftigt und jetzt möchte ich in dieser Übung, dass ihr diese Grundgesetze der Chemie und Stöchiometrie nutzt, um die Masse der gesuchten Stoffe, hier mit einem blauen Fragezeichen dargestellt, zu bestimmen. Für die Bestimmung der molaren Masse bitte ich, die Werte aus dem Periodensystem der Elemente zu nehmen. Warum? Ganz einfach, das ist das ultimative Werkzeug des Chemikers, das werden wir immer benötigen. Und ja, man findet quasi die wichtigsten Sachen da drin. Ihr werdet feststellen, dass eventuell meine Ergebnisse minimal von euren variieren. Das liegt ganz, ganz einfach daran, dass die PSEs verschiedene Genauigkeiten haben, je nachdem, wann es datiert ist und je nachdem, auf wie viele Stellen gerundet wurde. Das heißt, wenn ihr auf eine molare Masse, eine Stoffmenge kommt von, sagen wir, 2,98, dann ist natürlich 3 gemeint. Ich werde hier nicht mit perversen Kommazahlen hantieren, was die Stoffmenge angeht. Diese kleinen Abweichungen sind aber auch total okay. Ich wünsche euch jetzt für diesen zweiten Teil nochmal viel Glück. 4 Aufgaben habe ich euch hier gestellt. Pausiert wieder das Video, löst die Aufgaben. Ich zeige euch dann, wie ich es gelöst habe und wir vergleichen. Und ich hoffe, dass alles passt, weil dann können wir richtig in die tiefe Chemie einsteigen. Viel Erfolg schon mal. Okay, kommen wir zur Lösung von Übung B. Von der ersten von 13 Folien. Keine Angst, in Zukunft wird das nicht mehr so umfangreich. Ich möchte sie wirklich nur kleinschrittig darstellen. So, Aufgabe war ja, ihr sollt die Grundgesetze der Chemie nutzen und ja, das PSE darf als Werkzeug verwendet werden. Aufgabe A war, irgendeine Masse an Natrium reagiert mit 18,015 Gramm Wasser zu 61,979 Gramm Na2O plus 2,016 Gramm H2. Das ist nebenbei Natrium als Alkalimetall, reagiert mit Wasser sehr, sehr heftig unter starker Energieentwicklung in Form von Licht. Das ist nebenbei so die Reaktion. Und wer sich mit Chemie auskennt, weiß genau, was diese Produkte da bewirken. Es entsteht Wasserstoff. Und Wasserstoff in Verbindung mit Sauerstoff ist keine eigene Verbindung, sondern dieses Gasgemisch wird Knallgas genannt. Wer es gerne mal hören oder sehen möchte, gibt das mal am besten bei YouTube ein. Das Ding heißt nicht umsonst Knallgas, das kann schön explodieren, weswegen Alkalimetalle auch nicht mit Wasser in Berührung kommen sollten. Okay, aber weg von dem Exkurs zur Aufgabe. Wir können hier, da wir nur eine Unbekannte haben, den Massenerhaltungssatz anwenden, denn wir wissen ja, Masse kann nicht verloren gehen. Das heißt, die Summe aller Massen auf der EDUC-Seite links müssen den Summen aller Massen auf der Produktseite rechts entsprechen. Das heißt, unsere Unbekannte, wir können noch x wählen, plus 18,015 Gramm
soll 61,979 Gramm plus 2,016 Gramm entsprechen. Fassen wir das zusammen, sind ja gleiche Einheiten Gramm, haben wir irgendwas plus 18,015 Gramm entsprechen 63,995 Gramm. Ziehen wir auf beiden Seiten 18,015 Gramm ab, verbleibt. Unser unbekannter Stoff, in dem Fall Natrium, hat eine Masse von 45,98 Gramm. Wir haben also 45,98 Gramm Natrium eingesetzt, das mit 18,015 Gramm Wasser reagierte, damit 61,979 Gramm Na2O, also Natriumoxid, und 2,016 Gramm Wasserstoff entstanden sind. B. Ja, auch hier seht ihr nur eine Unbekannte, das spricht für den Massenhaltungssatz. Gegeben war 189,03 Gramm HNO3, die Salpetersäure, plus 92,1 Gramm C7H8, reagiert zu einer unbekannten Masse von C7H5N3O6 plus 54,04 Gramm H2O. Wer jetzt sich fragt, was ist das eigentlich alles so für ein komisches Zeug, das ist die Herstellung von TNT. TC7H5N3O6 ist Trinitrotoluol. Und ja, wieder selbe Satz. Wir nehmen den Massenhaltungssatz und können damit die sehr simple Gleichung aufstellen. 189,03 Gramm plus 92,14 Gramm muss dieselbe Masse sein wie unser unbekannter Stoff plus 54,04 Gramm. Das heißt, 281,17 Gramm entsprechen X oder Fragezeichen oder was auch immer plus 54,04 Gramm. Ziehen wir auf beiden Seiten 54,04 Gramm ab, haben wir unsere unbekannte 227,13 Gramm. Das heißt, mit der Masse, die wir da oben an Salpetersäure haben, plus C7H8, können wir 227,13 Gramm TNT herstellen. Nebenbei, diese Formel hilft euch zu verstehen, wie das chemisch wirkt. Ein guter Chemielehrer, Chemiebuch, eine gute Ausbildung etc. lehrt euch, welche Geräte ihr verwenden solltet, damit euch das Ding nicht von allein um die Ohren fliegt. TNT ist nämlich ja doch recht sehr explosiv und sehr empfindlich. Sollte man nicht zu Hause machen. Okay, bei C konnten wir den Massenhaltungssatz nicht nehmen. Wir haben hier nur eine bekannte, denn irgendeine Masse an Natriumhydroxid reagiert mit 98,077 Gramm Schwefelsäure, wird also Neutralisation sein und es entsteht das Salz Natriumsulfat und Wasser, aber wir wissen halt nur von der Schwefelsäure die Masse. Das heißt, wir müssen zum Gesetz der konstanten Proportion greifen und mittels der Stoffmengen und den molaren Massen die gesuchten Massen errechnen. Hier nochmal alle drei Umrechnungen, wenn wir so wollen. Tabellarisch dargestellt sieht es aktuell so aus. Wir haben diese vier Stoffe, Natriumhydroxid, Schwefelsäure, Natriumsulfat und Wasser. Alles ist uns unbekannt, bis auf die Schwefelsäure mit 98,077 Gramm. Und dank unseres schönen Gesetzes können wir jetzt aus dieser Tabelle mit nur Unbekannten eine Tabelle mit Bekannten machen. Damit fangen wir an. Erster Schritt ist, die molare Masse mittels des Periodensystems der Elemente zu errechnen. Dazu nehmen wir erstmal Natriumhydroxid. Das besteht aus einem Element Natrium, einem Element Sauerstoff und einem Element Wasserstoff. Die haben die molaren Massen 22,99, 15,999 und 1,008 Gramm pro Mol, ergibt in der Summe 39,997 Gramm pro Mol. Wer ein etwas ungenaueres Tafelwerk hat, wird 40 raus haben. Ist aber wie gesagt voll okay, diese minimalen Abweichungen sind unproblematisch. Selbiges machen wir für Schwefelsäure, die aus zwei Elementen Wasserstoff, einmal Schwefel, viermal Sauerstoff besteht. Das heißt, zweimal die molare Masse von 1,008 Gramm für Wasserstoff plus 32,065 Gramm für Schwefel plus viermal 15,999 Gramm für Sauerstoff ergibt eine molare Masse für Schwefelsäure von 98,077 Gramm pro Mol. Natriumsulfat besteht aus zwei Elementen Natrium, ein Element Schwefel, viermal Element Sauerstoff. Die molare Masse errechnet sich damit aus 2 mal 45,98 plus 32,065 plus 4 mal 15,999 und ergibt 142,041 Gramm pro Mol. Wasser als kleine Verbindung besteht aus 2 mal Wasserstoff, 1 mal Sauerstoff, beides recht leichte Elemente.
2 mal 1,008 Gramm pro Mol plus 15,999 Gramm pro Mol ergibt 18,015 Gramm pro Mol. So, damit haben wir doch mal schon mal die molaren Massen. Jetzt können wir die Stoffmenge von Schwefel mittels der Masse und der molaren Masse ausrechnen und in die Gleichung einsetzen. Für Schwefelsäure gilt, oder es gilt allgemein, und wir rechnen für Schwefelsäure natürlich mit der Formel Stoffmenge ist Masse durch molare Masse. Die Masse war uns mit 98,077 Gramm gegeben. Die teilen wir durch die molare Masse von 98,077 Gramm pro Mol. Und schau da, es kommt ein Mol raus. Unsere Formel sieht also aktuell so aus. NaOH plus H2SO4 reagiert zu Na2SO4 plus H2O. Machen wir eine Probe. Eduktseite 1 mal Na, 5 mal O, 3 mal Wasserstoff, 1 mal Schwefel. Rechts 2 Na, 5 O, 2 H und 1 S. Wir sehen also, auf der Eduktseite fehlt einmal Natrium. Das heißt, wir müssen Natriumhydroxid mit 2 multiplizieren. Auf der Produktseite fehlt einmal Wasserstoff, das heißt, wir müssen H2O mit 2 multiplizieren und kommen zu der Formel 2 NaOH plus 2 H2SO4 reagiert zu Na2SO4 plus 2 H2O. Machen wir jetzt eine Probe, stellen wir fest, oh wunderbar, passt, auf beiden Seiten ist es gleich. Auf beiden Seiten haben wir 2 Natrium, 6 Sauerstoff, 4 Wasserstoff und 1 Schwefel. Das stöchiometrische Verhältnis ist jetzt also schon mal korrekt bestimmt. Jetzt haben wir also damit durch das Ausgleichen der Formel die Stoffmengen bestimmt und können diese einfach übernehmen. Und zwar für Natriumhydroxid 2, für Natriumsulfat 1 und für Wasser 2. Das ist doch schon mal toll, denn jetzt fehlen uns nur noch die Massen. Und da das eine von 3 Unbekannten ist, also eine Unbekannte von 3, die wir haben, wovon 2 bekannte sind, können wir die Masse über das Produkt der molaren Masse und der Stoffmenge ausrechnen. Und haben damit die Massen der einzelnen Stoffe, die wir gesucht haben. Bei Natriumhydroxid errechnet sich das aus 39,997 Gramm pro Mol mal 2 Mol, das heißt 79,994 Gramm Natriumhydroxid haben wir. Natriumsulfat haben wir 142,041 Gramm pro Mol errechnet. Ein Mol haben wir laut der Reaktionsformel, das heißt die Masse entspricht der molaren Masse natürlich dadurch von 142,041 Gramm. Für Wasser haben wir 18,015 Gramm pro Mol mal 2 Mol aus der Reaktionsformel ergibt 36,03 Gramm. Und damit haben wir ganz simpel durch das Gesetz der konstanten Proportion und der irgendwann bestimmten molaren Massen alle Massen ausrechnen können und können direkt vorhersagen, ohne irgendwas zu messen, wie viel wir brauchen, um wie viel herzustellen. Wunderbar! Gleiches machen wir jetzt für Aufgabe D, die durch die rote Markierung angedeutet deutlich schwerer ist. Wir haben hier C12H22O11, scheint ein Zucker zu sein, reagiert mit Sauerstoff zu 558,108 Gramm CO2 plus unbekannte Menge H2O. Aha. Biologie sieht und die Chemiker sehen es auch. Hier liegt eine Veratmung von einem Kohlenhydrat, einem Zucker höchstwahrscheinlich vor. Aber das ist nicht so wichtig, was hier vorliegt. Es geht ums Ausrechnen und wir gehen da jetzt genauso ran wie vorher. Erstellen diese schöne Tabelle, bei der wir nur die Masse von CO2 in Höhe von 528,108 Gramm gegeben haben. Im nächsten Schritt tun wir die molaren Massen errechnen für den Zucker C12H22O11, der aus 12 mal Kohlenstoff plus 22 mal Wasserstoff plus 11 mal Sauerstoff besteht, rechnen wir 12 mal 12,011 plus 22 mal 1,008 plus 11 mal 5,999 und kommen auf eine molare Masse von 342,297 Gramm pro Mol. Sauerstoff ist sehr simpel, besteht halt aus 2 Elementen Sauerstoff. Errechnet sich damit die molare Masse aus 2 mal 15,99 Gramm pro Mol, macht 31,998 Gramm pro Mol. Für CO2 ergibt sich die molare Masse aus der molaren Masse von Kohlenstoff plus 2 der molaren Masse des Elementes Sauerstoff, heißt also 12,011 plus 2 mal 15,999 ergibt 44,009 Gramm pro Mol.
H2O könnten wir aus der vorigen Sache abschreiben. Ich erspare es mir jetzt, das nochmal aufzulisten. Es ergibt 18,015 Gramm pro Mol. Okay, Schritt A abgeschlossen, molare Massen stehen. Jetzt tun wir genau wie vorher die Stoffmenge mittels M und M und Einsätzen in die Gleichung bestimmen. Für CO2 haben wir natürlich wieder mit der Formel N ist gleich M durch M 528,108 Gramm, die wir ausgerechnet haben, die wir gegeben haben, durch 44,009 Gramm pro Mol, die wir errechnet haben, ergibt 12 Mol. Wir wissen jetzt also schon mal, C12H22O11 plus O2 reagiert zu 12CO2 plus H2O. Machen wir eine Probe, sehen wir, wunderbar, Kohlenstoff auf beiden Seiten ist 12, sieht schon mal gut aus. Wasserstoff sieht alles andere als gut aus, denn auf der Eduktseite haben wir 22, auf der Produktseite 2. Und auf Sauerstoff passt nicht, denn auf der Eduktseite haben wir 13, auf der Produktseite 25. Das heißt, auf der Eduktseite fehlen 12 mal Sauerstoff und wir können O2 einfach mit 7 multiplizieren. Dann sollte das stimmen. Auf der Produktseite fehlt 20 mal Wasserstoff. Wir haben keine andere Wahl als H2O mit 11 zu multiplizieren, wobei wir auf die Formel kommen. C12H22O11 plus 7O2 reagiert zu 12CO2 plus 11H2O. Machen wir eine Probe, stellen wir fest, aha, C passt ja schon mal, Eduktproduktseite hier 12, Wasserstoff sieht auch schön aus, auf beiden Seiten 22, Sauerstoff ist nicht ganz so schön, auf der Eduktseite 25, auf der Produktseite 35. Das lässt sich aber leicht lösen, indem wir auf der Eduktseite, auf der 10 Sauerstoff fehlen, das Sauerstoffmolekül mit 12 statt mit 7 multiplizieren, was uns zu der Formel bringt. C12H22O11 plus 12O2 reagiert zu 12CO2 plus 11H2O. Machen wir jetzt eine Probe, stellen wir fest, auf beiden Seiten 12C, 22H und 35O. Wunderbar, stöchiometrisch stimmt alles. Jetzt können wir also die so errechneten Faktoren, quasi die Stoffmengen, einfach in die Tabelle übertragen. Bei C12H22O11 war es 1, Sauerstoff haben wir 12 mal, CO2 entsteht auch 12 mal und H2O entsteht 11 mal. Jetzt fehlen uns wieder nur die Massen, die wir über die Formel errechnen können, indem wir die molare Masse mal der Stoffmenge multiplizieren. Für unseren Zucker wäre das 342,297 Gramm pro Mol mal 1 Mol ergibt 342,297 Gramm. Für Sauerstoff wäre es 31,998 Gramm pro Mol mal 12 Mol ergibt 383,976 Gramm. Und für Wasser wäre es 18,015 Gramm pro Mol mal 11 Mol ergibt 198,165 Gramm. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt. Wie gesagt, ich wollte wirklich auch diese Übung umfangreich und sehr, sehr ausführlich machen. In Zukunft werde ich natürlich diese Bereiche verkürzen und Teilschritte weglassen. Aber ich hoffe, es wurde verstanden. Ich hoffe, es war für euch interessant und hat Spaß gemacht. Ich habe auch extra versucht, ein paar Reaktionen mir rauszusuchen, die jetzt nicht so ganz unspektakulär sind. Würde mich freuen, wenn wir uns bei den nächsten Vorlesungen wieder hören. Naja, eigentlich hört ihr nur mich. Ich lese höchstens die Kommentare. Aber okay, das kommt am Ende auf selbst hinaus. Über eine gute Bewertung würde ich mich freuen. Hilft mir sehr. Daumen hoch ist auch was total Tolles. Hilft mir wirklich gut weiter. Und ja, damit verabschiede ich mich. Noch leider nicht ein schönes Wochenende. Die Aufnahme ist jetzt bei mir am Donnerstag. Aber okay, so gut wie schönes Wochenende und je nachdem, wann ihr es seht, schönen Tag, schöne Ferien, frohes Hanukkah, frohe Ostern, was auch immer. Auf jeden Fall viel Spaß, Leute. Tschüss!